Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Sie haben aber einen festen Händedruck. Nein, das möchten wir bitte andersrum. Okay. Sie haben aber einen festen Händedruck. Danke, mit der Hand masturbiere ich immer. Blähungen bei der Arbeit. Will einen Furz mit dem Knall der Tür überdecken. Ich knalle die Tür zu. Alle gucken. Ich furze. Durchgeknallt. Prostituierte übernimmt Doppelschicht. Das Popcorn süß oder salzig? So wie meine Freundin, bitte. Hässlich haben wir leider nicht. Wegen eines Pickels im Gesicht ins Krankenhaus. Ich sollte mit dem Eisklettern aufhören. Hab meinen neuen Job im Kletterpark angefangen. Meine erste Aufgabe war, einen abzuseilen. Jetzt habe ich Hausverbot. Mit dem Geodreieck die vereiste Scheibe freikratzen. Angewandte Mathematik. Hab gestern ein Dach bestellt. Ging aufs Haus. Bin wegen der Vorstellung des neuen Porsche in die USA geflogen. Einreisegrund, I'm here for the new 9/11. Grüße aus Guantanamo. Prof hält einem Studenten in der Vorlesung das Mikro hin. Und was sagen Sie dazu? Um meine Freundin zu zitieren, nimm das Ding aus meinem Gesicht. Du Wichser. Das sagt man nicht. Verzeihung. Verzeihung was? Verzeihung, eure Masturbanz. Rosen sind rot, der Glühwein war heif, Funke verbrannt, Waffe an Clive. Eingezäunte Christkindmärkte und offene Grenzen, genau mein Humor. Braucht die Oma beim Hinsetzen zu lang, fliegt sie geschwind durch den Gang. Hans, 54, Busfahrer und Hobbydichter. Ich bin voll, mein Konto nicht. Sommergedicht. Wäre ich Arzt, würde ich in den Aufwachraum einen Kalender von 2034 hinhängen. Die größte Gefahr im Weltraum sind die herrenlosen Star Wars Intro-Buchstaben, die dort ziellos herumfliegen. Was war das damals noch toll, als das ganze Auto noch voller CD-Hüllen lag? Mit so einem USB-Stick braucht man ja ewig, um die Scheibe freizubekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals um 5 Uhr morgens aufstehe und joggen gehe. Ich hatte recht. Ich habe gestern zum ersten Mal selber Lebkuchen gebacken. Wir hatten noch nie so leckere Türstopper. Wie nennt man ein Metall, das Übelkeit verursacht? Brecheisen. Darf ich auch mal was zu meiner Verteidigung sagen? Ja, was denn? Keine Ahnung, hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Rosen sind rot, ich habe Alzheimer. Rosen sind rot, ich habe Alzheimer. Freundin kommt ganz aufgelöst vom Frauenarzt zurück. Ich so, oh mein Gott, was ist los, Süße? Sie flüstert. Ich habe ihn angepupst. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.